Aua. Ja, hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Dragon Age Inquisition. Und ich habe eigentlich schon mal hier, deswegen steht hier Spiel fortsetzen, begonnen mit einem Spiel. Allerdings hat das die ganze Zeit immer geruckelt und ich musste jetzt die ganze Zeit ein bisschen hin und her, musste auf 30 FPS zurück und so weiter. Weil ich würde euch gerne das volle Spielerlebnis zeigen. Und dann lieber ein bisschen von der Grafik runter und dafür nicht ruckelnd. Und deswegen fangen wir nochmal ein komplett neues Spiel an. Okay, wir spielen auf jeden Fall wieder. Ein Mensch oder ein Elf? Wir können auch einen Mensch spielen. Spielen wir einen Mensch? Männlich? Ja. Und wir spielen auch wieder einen Magier. Ich finde diese Magierklasse sehr gut. Und wir werden wieder entspannt spielen. Nein. Wir nehmen die Standard. Okay, wir werden jetzt erstmal den Charakter erstellen. Beziehungsweise gleich den Charakter erstellen. Und diese langen Schritte müsst ihr euch natürlich nicht antun. Das machen wir. Das überspringen wir ganz geschickt. Ich werde auf jeden Fall die individuellen Einstellungen vornehmen. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Mit einem fertig erstellten Charakter und Dragon Age Inquisition. Ich freue mich. Und es macht mir auch überhaupt nichts aus, nochmal von vorne anzufangen. Weil das Spiel ist einfach so Hammer von der Grafik und so genial, dass es das einfach wert ist. In diesem Sinne, bis gleich. Okay, wir haben den Zonki neu erstellt. Wir machen auf Annehmen und dann starten wir die Geschichte einfach nochmal neu. Weil, wie gesagt, ich hatte es ja erklärt, das hat vorhin ein bisschen alles geruckelt. Das war überhaupt nicht schön anzusehen und deswegen habe ich gesagt, wir machen die ganze Geschichte nochmal neu, dass wir euch ruckelfrei präsentieren können. Weil das ist einfach schade, wenn die ganze Story am Ruckeln ist und. Ich hatte mir auch erst überlegt, das ganze Spiel gar nicht zu let's playen, weil es die ganze Zeit ruckelte, aber mit Einstellungen auf 30 FPS und so weiter sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Und jetzt überlassen wir euch natürlich der Eingangssequenz. Und wir sind wieder im etwas längeren Ladebildschirm zum Anfang. Also die Ladebildschirme sind wirklich nicht gerade ohne hier, aber wahrscheinlich hat er auch einiges zu laden und deswegen knallt er sich den Cache auch so voll. Und schauen wir einfach mal, wie das aussieht, wenn das Ganze nicht ruckelt und wie gut das Ganze läuft, wenn das Ganze nicht ruckelt. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Erstmal nichts sagen. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Oder woher ich es habe. Ihr lügt!
Wir brauchen ihn, Cassandra. Lasst mich gehen. Was auch immer ich eurer Meinung nach getan habe, ich bin unschuldig. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Aua. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Rettet es mich, euch zu helfen? Wenn ich tue, was ihr verlangt, werde ich also überleben? Das lässt sich unmöglich sagen. Abgeführt wie ein Hund. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Also besser wie nichts, ne? Nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Und wir begeben uns zum Riss. Wir gehen ins Tal. Ja, ein paar Mikro-Ruckler sind noch drin, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Sieht aber echt lustig aus. Die Abstände werden kürzer. Komm, Cassandra. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, die wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig. Ah! Aua!
Okay, die Waffe haben wir automatisch genommen. Jetzt machen wir ihn kalt. Es ist vorbei. Wow, wir sind aber leicht blutbefleckt. Weg mit der Waffe. Los. Ich brauche keinen Stab. Gut, ich nehme die Waffe runter. Ihr müsst mir vertrauen. Ich brauche diese Waffe. Versuchen wir es jetzt mit Vertrauen. Wenn ihr mich durch ein Tal voller Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Ihr braucht zwar keinen Stab, aber ihr solltet dennoch einen haben. Ich kann euch nicht beschützen. Euer Leben ist ohnehin schon gefährdet genug. Okay, wir sollen mit Cassandra zum Riss. Da liegt was zum Plündern. Und Schreiberkapuze des Templers. Wir nehmen erstmal alles. Nehmt diese Tränke. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Und eure ganzen Soldaten? Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. Fähigkeiten verwenden, Mana und Ausdauer und um Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Okay, das ist die Abklingzeit. Vorsicht! Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Ja, müssen doch erst plündern. Drücke Tabulator, um für die sich... okay, wir müssen erst kämpfen. Ein bisschen Action machen da unten. Okay. Cassandra kommt zu uns, ja. Dann können wir hier oben plündern. 41 Gold und nix, okay. Überall Leichen. Und wir gehen schon weiter. Ich sehe da oben schon die nächsten Gegner. Da hinten auch. Auf dem Hügel. Er greift uns aus der Distanz an. Niederer Schatten ist es. Und er kriegt auch nicht einen mit. Der da oben ist viel schlimmer. Okay. Gut, liebe Freunde, und wie es weitergeht mit Dragon Age Inquisition, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, see you und ciao, ciao.